Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu The Walking Dead No Man's Land. Wir sind jetzt, glaube ich, voll. Sind wir voll? Ja, die Gruppe ist voll. Ich bin nicht Erster, sondern Fünfter. Was ist hier los? Und ich versuche, das hier jetzt geschwind, ungeschnitten zu... Oh Gott, sind da viele Zombies da unten? What the fuck? They're gonna fist me right now. Ich glaube, dass es nichts ausmacht, wenn die da sind, aber irgendwie... Aber warum wechselt das andauernd? Kann ich nicht einfach... Einzeln die Leute wegklicken. So, tak, 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 tak. Leute, es gibt so viel Zeug. Ich habe es vorhin schon kurz in anderen Aufnahmen angesprochen. Das ist Wahnsinn, was man hier bekommt. Also wie viel Gold man hier bekommt. Diese Währung, fuck, in dem Spiel. Man muss bei diesem Last Day on Earth, muss man das Zeug kaufen. Und da ist es halt, man kriegt es sonst nicht. Also soweit ich das feststellen konnte, kriegt man das anderweitig nicht. Und das finde ich schon ganz schön dreist. Also irgendwie nicht dreist. Natürlich wollen die Leute auch Geld verdienen. Das ist so ein Spiel. Und die Updates fordern ja auch Zeit und Geld. Also die Entwickler und sowas, die können ja nicht von nichts leben. Aber es ist immer eine nette Angelegenheit, wenn man ein ganz klein wenig diese Punkte selbst sammeln könnte, also durch irgendwelche Maßnahmen, keine Ahnung. Naja, ich dachte mir, ich baue jetzt endlich mal meine Butze hier richtig auf. So wie ich es bei meinem ersten Versuch auch ungefähr hatte, beziehungsweise bei meinem ersten Account. Ich habe dann, um hier auf dem PC spielen zu können, wegen dem Fehler meinerseits einen neuen Account machen müssen. So. Ich habe das alles so gehabt, beziehungsweise eigentlich die Zelte weiter oben, hallo. Damit ich noch erweitern kann. Und damit man dann später beim Klicken halt schneller an die Sachen rankommt, an das, was man haben möchte. Mein Rad hatte ich da oben stehen, circa hier. Komm, geh da ruhig ran. Ich denke nicht, dass man hier platzsparend bauen muss. Aber es kann wahrscheinlich nicht schaden. Das Missionsfahrzeug hatte ich da oben stehen, bei dem Ding. Mein Lagerfeuer hatte ich direkt in der Mitte. Und die Sammelstätte, die man ja gar nicht anklicken braucht, irgendwo, keine Ahnung. Die kommen jetzt halt hier hin. Zack. Und was, wo ist, da hinten ist die andere. So. Hallo. Ich dachte mit links ist es nervig. Egal. Was ist das? Ah ja, meine Werkstatt. Die kann gerne dahin. Das hier hatte ich da oben irgendwo, genau. So. Die Werkstatt bleibt dann hier unten. Da ist dann auch das Trainingslager. Und das Heildingens bleibt auch direkt hier. Das rüste ich übrigens gerade auf. Wenn man das aufrüstet, dann kriegt man eben mehr Zeltplätze. Und wenn drei Leute krank sind oder angeschlagen, kannst du da alle drei heilen. So, ich glaube, jetzt habe ich es soweit aufgeräumt. Genau. Jo. Ich glaube, ich mache die doch hier runter. Damit ich alle anklickbaren Sachen in einer Reihe habe. Also, wo man Sachen abholen kann, Ressourcen. Und jetzt lege ich einfach mal los. Und hole noch ein paar Sternchen, denke ich, oder? Oder soll ich noch im Kapitel eine Mission machen? Komm, ich mache ja, damit ich vorankomme, ich bin ja erst Kapitel 6, ich glaube, ein paar von euch sind schon Kapitel 8, mache ich einfach mal die nächste Mission. Man muss Stufe 8 sein, ich bin mit beiden Stufe 7, das wird schon passen. Ich entkleide mich mal etwas. Na, obwohl, na, so warm ist es gar nicht. Na, so warm ist es nicht. Da muss doch noch jemand anderes überlebt haben. Ja, das wollen wir hoffen. Das Auto hier müssen wir wegschieben. Let's go. Nuppa. Oh, das hat man, glaube ich, gesehen, dass hier unten das Fallout 4 gerade fertig geworden ist. Vielen Dank nochmal dafür. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Vielleicht zeige ich Fallout 4 auch so ein bisschen auf YouTube, aber nicht in einem kompletten Let's Play oder sowas. Außer würdet es euch ganz, ganz arg wünschen, sondern eher so ab und an sporadisch oder vielleicht mal einen lustigen Clip, wie ich irgendwas mache oder so. Aber alles in allem ist es nicht fester eingeplant. Ich habe auch ganz kurz überlegt, bei The Witcher das so zu machen, dass ich The Witcher spiele, einfach wirklich privat vor mich hinspiele und das aufnehme, ohne Facecam, einfach nur so ein bisschen rumdödel. Aber ich denke, dass sowas auch eher langweilig ist. Also so ein schlichtes, normales Let's Play ist, glaube ich, dann doch eher, vor allem ohne Facecam, eher langweilig. Helft mir, mein Bruder hat mich eingesperrt, aber er wurde getötet. Sucht nach seiner Leiche, er hat doch immer den Schlüssel. Gut, ist bestimmt... Der hier unten oder der hier? Es ist nie im Leben jemand, der weiter weg ist. Warum hat er gerade eben nichts gesagt? Oh, fuck. Okay. Kein Problem für den haarigen Dagobert. Ich habe hier einen Special-Angriff und dann reicht hier ein normaler. So. Dann sollen die mal rankommen, die Bangert. Und dann ziehe ich die ab. Alles klar. Und dann gehe ich hoch und suche die anderen zwei Leichen noch. Durchsuche noch die zwei Leichen. Komm schon da. Ich hatte den Schlüssel gefunden. Sehr nett, sehr nett. Dann machen wir direkt auf.
Hör auf! Das Rundenende dauert mir zu lange. Es dauert mir einfach zu lange. Barbie! Ich hätte es fast nicht geschafft! Ah! Woher müssen wir wieder zurück, okay? Kann ich auf diese Distanz? Nee. Schade. Was kann denn der Barbie? Das ist so ein Schläger. Aha, das ist so ein Schläger. Die zwei mache ich lieber mit meinem Schießeisen down. Oh! Ja, nice! Alle umgepustet. Sehr gut, sehr gut. Und danach werde ich noch kurz mal ein paar Sternchen holen. Denn ich kann ja nicht einfach der Letzte oder der Vorletzte oder der Fünfte sein. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Ja! Bobby, dich will ich, glaube ich, gar nicht haben. Nö, ich lehne dich ab. Ciao, ciao. Habt ihr viele von diesen Schlägern? Ich habe am liebsten Schießeisen, Leute. Schießeisen, Leute. Ja, das muss dann doch noch hier hin, damit es Sinn macht mit dieser Abholgeschichte. Halt, da kommt schon wieder. Kommt schon wieder welche. Sage mal, was. Das ist sonst nie so brutal viel. What the fuck? Bald 1000 Dinger. Mal gucken, was da eins kostet. Guck mal, 500 kosten 5 Euro. Bald habe ich 1000, weißt du? Habe ich 10 Euro gemacht. Ich mache jetzt noch die Missions. Und will mindestens noch 3 Sternchen holen. Ich habe jetzt letztens. Ich habe es früher immer sehr aggressiv angegangen, diese Sachen. Als wir, als die Gilde noch gar nicht bekannt waren, hin und her. Aber jetzt, wo wir alle so zusammen sind und es auch so ein bisschen um Sternchen geht, dass wir vorankommen, dachte ich mir, ich spiele vorsichtig. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass es keine schlechte Idee ist, wenn man tatsächlich gemütlich spielt, langsam und ab und an. Oh, hoho, knapp, knapp. Oh shit, da ist ein Bomberman. Warte mal, warte mal. Und ab und an wirklich sich sammelt, alle Viecher killt und dann wieder weitermacht. So, ich kann das ja sicherlich öffnen, ohne im Radius zu sein. Jawohl. Oh, fuck. Katie war voll drin. Katie, du bist so behindert. Katie, Katie, jetzt ist natürlich alles verloren. Ah, shit, Mann. So, komm. Das ist jetzt gerade ein bisschen furky. Das ist ein bisschen furky. Ich spreche doch von Vorsichtigkeit, Heit und von allem. Dann mache ich sowas. Naja, egal. Nichtsdestotrotz, ich nutze jetzt alle und... Oh, der ist gar nicht gestorben. Ja, super geil. Ja, super geil. Und versuche mir dann... Oh, fuck. Das ist jetzt dumm. Jetzt steht die Katie schon wieder in diesem Granatenkreis, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Naja, egal. Das gibt wahrscheinlich maximal einen Stern. Ja. So, Schakalaka, jetzt mache ich halt den Hardcore-Kram. Jetzt rasch dich halt total aus. So, hallo? Zack. Ah, fuck. Oh Gott, lächerlich. Ich muss noch eine Mission machen. Jetzt wird mir noch ein bisschen warm. Video. Das schneide ich natürlich raus. Aber sonst will ich hier mal nicht schneiden. Ja, diese 2 Uploads am Tag. Ich versuche sie gerade echt so ein bisschen durchzuboxen. Es ist gar nicht so einfach, wie ihr euch sicherlich denken könnt, aber gerade mit dieser ungeschnittenen Folge hier kriege ich es auf jeden Fall heute dann nochmal hin, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann es jetzt kommt, aber ja. Ah. Der Don, er guckt auch so ein bisschen finster drein, Robert auch. Daryl ist sehr von sich überzeugt, weil er ja einen Bogen hat, der ist Wilhelm Tell. So, Ping, oh shit. Ah ja, erreiche den Ausgang, okay. Da ist es gut, wenn man direkt rangeht und zwar, warte mal. So, so und dann so. Ja. Ich habe irgendwie ein Haar in der Nase, das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Daryl, du machst einfach dann jedes Mal das hier und du fängst schon mal an, da vorne zu fisten. Genau, genau, genau. Die kommen nämlich andauernd hier aus dem Leichenscheiß. Oh! Ich will doch alle Sterne haben, verschissen nochmal. Ja, jetzt wird natürlich Daryl ein bisschen angeknabbert, der Dürldösel. Und jetzt ist das Tor offen. Oh mein Gott. Zum besten Zeitpunkt, den sich dieses Tor aussuchen kann, sich zu öffnen, öffnet es sich jetzt. Egal. Ich hab's noch im Griff. Daryl. So. Dann wird der schon mal ein bisschen angefleckt. Genau. Und jetzt am besten... Nein. Du da. Du. Ne, ich muss den auf jeden Fall fisten hier. Damit er mich nicht fistet. Jetzt kommt er wieder dran. Halt. Ja, doch. Und jetzt schon mal schön weitergehen. Hoffentlich spawnt jetzt da hinten nicht so viel. Okay. Was kannst du hier so erledigen? Aha.
Shit, Mann. Shit, shit, shit. Ein bisschen könnten sie uns anknabbern, glaube ich, oder? Kommen die hin? Ha! Gut. Easy win, easy going, easy laugh. Easy laugh! Sehr schön. Boah, das Mikrofon ist voll runtergerutscht. Hört der mich doch? Hallo, hallo? 1, 2, 1, 2. So, 3 Sterne, komm, ich wurde nur ganz leicht angefistet. Dankeschön. Ja, ja. Und jetzt noch einfach mal einen Atombombenwerfer, dann bin ich zufrieden mit der Runde. Das war ultra kurz, so ein Bootspiel. So, nice. Ja, und das Gute am Ungeschnitten ist, dass ich jetzt eigentlich fertig bin. Sonst nehme ich meistens, damit ich so auf die 5 bis 10 Minuten komme, 20 Minuten auf oder so. Und ja, jetzt sind es halt nur 11 Minuten 48. Ich werde jetzt an die Tage schauen, dass ich hier mindestens eine Person upgrade. Oder wisst ihr was? Ich werde auf jeden Fall Babawill schon mal befördern, denn er ist seit Anfang an mit dabei. Mit ihm habe ich am Anfang alleine praktisch hier gespielt. Was kann man noch machen? Ah, das ist zum Anführer. Okay, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ältester ist, glaube ich, völlig ausreichend, Babawill. Vielleicht könntest du mir dann sagen, ob du dann hier Leute verbannen kannst. Denn wenn das funktioniert, dann passt alles. Menace, du machst ja immer noch nichts. Menace. Ja, denn jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht mehr so viele inaktive und am besten gar keine inaktiven Leute haben. Also, wir legen irgendwas fest, zum Beispiel, wenn ihr in 14 Tagen keine Sterne geholt habt, fliegt ihr raus oder in 7 Tagen schon, keine Ahnung. Das müssen wir uns noch überlegen, aber ja, dass wir nicht so viele inaktive Leute haben. Wir haben übrigens jetzt schon insgesamt 2225 gesammelte Sternchen für die Gruppe. Das ist schon ziemlich nass und in der aktuellen haben wir schon über 1000. Es gibt hier sogar, offen, zwanglos, hä? Es gibt hier sogar irgendwo so eine Liste, wo waren das? So eine Weltrangliste, wo man die krassesten Gilden gesehen hat und so. Weiß nicht, ist es hier? Nee. Ist es, ah, warte mal, hier drauf? Und dann auf Herausforderung? Und dann auf Highscores. Schaut mal, weltweit 95.000, aber es geht hier um die gesamten Dinger, glaube ich, ja. Es geht um die gesamten Gesammelten. Kickst du es einfach vor mir, what the fick? Weltweit hat einer 95.000 schon gesammelt, in Deutschland 74.000 und hier unter den Freunden ist niemand drin. Und bei Top-Gilden wollen wir natürlich auch erscheinen, ganz klar. Wie weit kann man da runtergehen? Hier steht zwar 51, aber das kann nicht sein. 13.000 und 1.000? Nee. Wir sind hier bestimmt auch auf Platz 51. Okay, freut euch nicht zu früh, aber hey, wir können die German Fighters noch einholen, okay? Kampfansage an German Fighters, ihr seid bald unter uns. Aktiv sein, freundlich und in den Herausforderungen mindestens 250 Sterne sammeln ist Pflicht. Stufe sollte 45 oder höher sein. 45! Wo sind wir? 19. Ich bin 19. Kann ich bei euch auch reingucken, was ihr für Stufen seid? Um euch zu bannen, ne Quatsch. Aha! Babawill! Das ist aber nicht 45. Ja. Meiners? Stufe 8. Meiners zuletzt vor einem Tag aktiv. Da können wir ja nachgucken, wer aktiv ist. Hier. Schnecke, wie sieht's aus? Vor 3 Tagen. Ha. Ist schon ein Bann. Nee, Quatsch. Ja, cool, Mann. Cool. Da können wir dann vielleicht sagen, 7 Tage sollte es nicht überschreiten und wir gucken einmal die Woche rein oder irgendwie so. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.